Ja. Lieschen, ich habe überhaupt gar keine Zeit. Ich muss mich echt voll beeilen. Ey, du hast Besuch. Guck mal, wer da ist. Hallo. Ding, ding, ding. Weiß ich eigentlich jetzt auch schon hier? Danke. Danke. Okay, danke. Ich merke schon. Was machst du hier? Ich weiß es doch auch nicht. Mir ist so krass die Decke auf den Kopf gefallen. Ich. Jede Nacht, wenn ich dann im Handy lag, ich musste so krass an André und an den Sex mit ihm denken und was er da mit mir angestellt hat. Es ist. Ich habe Angst, einen riesen Fehler zu machen. Bitte sag mir, ich mache keinen Fehler, wenn ich heirate. Was willst du denn jetzt von mir hören? Ich weiß auch nicht. Dass es nichts zu bedeuten hat, dass ich das alles hier nicht vergessen kann und Berlin und. Du hast dich nicht in andere verliebt, oder? Nein, auf keinen Fall. Das nicht. Aber wie ich schon sage, ich habe einfach Angst, dass es wirklich ein Fehler ist, wenn ich mich so früh an jemanden binde und jetzt heirate und wirklich nur dieser eine Mann mein Leben lang und dann Mönchengladbach und nichts anderes. Ich meine, ich liebe Henny und das ist der tollste Mann auf dieser ganzen Welt, aber ich habe Angst, was zu verpassen. Ich meine, wenn ich dich angucke, dann denke ich mir, boah, du hast alles richtig gemacht. Du konntest mich früher immer schon so gut analysieren und jetzt studierst du auch noch Psychologie und ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Bitte hilf mir. Du hast doch immer irgendwie eine Lösung. Ja. Ich muss jetzt zur Uni. Ich muss noch ein Vorlesungsprotokoll abgeben und ich mache mir ein paar Gedanken und dann kümmern wir uns später darum, okay? Ich muss echt los. Okay. Komm her. Oh Gott, nein, ich habe einfach nur eine SMS von Lisa heute Nacht bekommen. Es wäre ein Notfall. Ich bin direkt mit dem nächsten Zug gefahren. Ja, ich wollte dich halt nicht wecken. Es tut mir leid, wirklich. Ja, ich habe bei der Versicherung schon angerufen. Die wissen Bescheid. Ja. Ja, bis Mittwoch erstmal. Okay, ja, ich melde mich mal später bei dir, okay? Okay, bis dann. Tschö. Ach Gott. Was bin ich denn für ein Mensch geworden? Jetzt lüge ich ja noch meinen Verlobten an. Dann auch noch der Sex mit André. Ich drehe langsam durch. Wirklich, ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Hey, ich glaube, du hast einfach nur ganz klassisch kalte Füße bekommen. Und das ist auch völlig normal. Ich meine, ganz viele Menschen machen das. Wenn die merken, dass jemand einem emotional zu nahe kommt, versuchen die, sie irgendwie von einem wegzustoßen. Und ja, du hattest halt Angst, dass er dich verletzt. Und bevor er das machen konnte, hast du es jetzt gemacht. Du hast jetzt einen Seitensprung gemacht und sowas passiert. Jetzt verurteile ich dafür jetzt nicht so sehr. Und es ist besser, dass es jetzt passiert ist, als in 10 Jahren. Und denk dran, was ich dir gesagt habe. André ist einfach dein Surflehrer. Okay? Und mit dem hast du was im Urlaub und dann ist der Urlaub auch wieder weg. Und dann kommst du wieder in den normalen Alltag. Und da ist dein Mann, den du liebst. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich wirklich einfach nur kalte Füße bekommen. Und es war wichtig, dass das jetzt passiert ist. Was hältst du davon, wenn wir gleich zur WG wieder gehen? Und dann kochen wir was Schönes und ich lasse den Bart in oder so. Dann kannst du mal wieder ein bisschen klaren Kopf bekommen. Ja, das klingt schön. Und morgen stelle ich mich dann der Realität in Mönchengladbach, oder wie? Drück mir die Daumen. Das wird schon. Finde ich auf jeden Fall schön, dass wir uns auch mal wiedersehen. Ja, voll. Das letzte Mal war auf deinem Geburtstag, ne? Mhm. Oh, Heimat. Wie lange ist das denn schon her? Kleine Mädchen werden groß. Na, ich wollte gerade sagen, viel gewachsen ist ja nicht seit früher, ne? Wow, danke. Na, Hauptsache, lasst mir jetzt hoffentlich, wo ihr erwachsen seid, die Bude heilen und ich muss euch nicht mehr babysitten. Kleinen Blondchen. Ich bist du immer noch. Na klar, und ihr seid immer noch genauso blond und klein wie damals, sonst würde ich auch nicht ändern, mein Schatz. Wahrscheinlich nicht. Oh, ich muss los, ich hab keinen Bock. Wohin? Ins L.A. zur Arbeit. Waren wir da nicht auch letzte Woche? Mega guter Laden. Richtig echt? Cool. Ja, richtig, richtig gut. Hast du dir gezeigt, Anna? Geil, Mann. Cool. Voll gut. Ja, ich hab einen Kumpel zusammen gemacht. Aber was ist denn mit deinem Zahnarzttermin? War ich doch schon, Schatz. Ich hoffe.
Ich habe Leon Bescheid gesagt und er hat André dazu verfrachtet, dass er für mich die Getränkelieferung im LA 14 annimmt. Und der heult schon rum, hat mir schon 100.000 SMS geschrieben, dass ich mich bitte beeilen soll. Er darf sich bloß nicht den Rücken verknacksen, weil er noch irgendwie einen komischen Auftritt in irgendeiner komischen Ladies Club hat. Was weiß ich. Männer. So. Mhm. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen. Vergesst den Handy nicht. Tag. Ja. Das würde ich niemals vergessen. Alles andere schon, aber das niemals. Ciao. Tschüss. Tschüss. Immer noch dieselbe. Ich dachte, André wäre kein Thema mehr. Ist er auch nicht mehr. Nur. Als sie dann eben irgendwie seinen Namen erwähnt hat, dann musste ich irgendwie noch mal an ihn denken. Wie du selbst sagst, Hormone, die haben mich halt immer noch im Griff, ein bisschen. Und dann hat sie irgendwie von diesem Ladies Club geredet, da wollte ich halt wissen, was das ist. Mhm. Das hatte jetzt nichts mit ihm zu tun. Sollen wir essen? Natürlich. Ich habe eine ganz andere Idee. Und die wäre? Wir machen einen Ausflug. Und wohin? Du musst mir jetzt aber mal langsam verraten, wo wir hier eigentlich sind. Tja, du hast doch vorhin im Netz nach dem Ladies Club gesucht. Und da wollte ich dir gleich mal Andres Werkstätten präsentieren. Okay, aber. Wofür? Was soll das jetzt bringen? Was wollen wir jetzt hier? Wirst du schon sehen. Toll, jetzt bin ich neugierig. Ist er das noch nicht? Ich verstehe. Ja. Das nennt man Kognitionstherapie. Wir tauschen die Annahmen von André aus, dass er so wild und verführerisch und sexy ist, gegen andere Annahmen. Dass man es so nötig hat, sich so feiern zu lassen, ne? Was für ein Idiot, ey. Ich bin ja doch keine so schlechte Psychologin. Hä? Hast du daran gezweifelt, oder was? Ja, nach der Sache mit David und Joe und auch David und mir und dann die verhauene Klausur. Ich muss schon sagen, da hatte ich einen kleinen Moment, an dem ich mal gezweifelt habe. Aber ich meine, es ist ja auch ganz normal, ne? Also es ist ja auch völlig menschlich, dass man da mal für einen kurzen Moment zweifelt. Aber man kommt ja auch immer gestärkt zurück. Das stimmt, auf jeden Fall. Aber mal ganz kurz, wollen wir da jetzt wirklich hingehen oder sollen wir nicht irgendwo einfach was trinken gehen? Jetzt sind wir ja eh unterwegs. Süße, das war Schocktherapie Nummer 1, jetzt wird's sein. Phase 2. Ich merk schon. Mein ganzes Leben.
mit dem perfekten Mann an meiner Seite für so einen dämlichen Stripper wie André aufzugeben. Oh Mann, ey. Aber ganz ehrlich, wie du schon gesagt hast, er ist und er bleibt mein Surflehrer. Eine Verwirrung. Nicht mehr. Und ich kann kaum abwarten, Handy zu heiraten, denn jemand, der es nötig hat, so sein Ego aufzupustern, ist einfach nur armselig, ganz ehrlich. Mission geglückt! Spinner, ey. Ja, und auch wenn du dann so seriös und verheiratet bist, ne, dann wenn du mal die Großstadt brauchst, dann kannst du trotzdem gerne zu mir kommen. Meine Gästematratze ist jederzeit für dich bereit. Danke dir. Cheers, girl. Auf uns. Auf uns, auf dich. Die super Psychologin. Verstehst du nicht daran? Ich glaube, du verfolgst mich irgendwie im Traum. Und ich bin der Meinung, ich habe dich vor einem Sixpack-Club gesehen. Kann das sein? Okay, also eigentlich, ich habe dich ganz genau gesehen. Auch wenn du dich hinter Lisa verstecken wolltest. Sag mal, wolltest du nicht eigentlich schon wegfahren und heiraten? Was machst du noch in Berlin? Oder hat dir unser Sex vielleicht so gut gefallen, dass du dir das Ganze noch mal... Also, wenn du mir jetzt nicht augenblicklich die Tür öffnest, dann muss ich wohl die ganze WG wachklingeln. An die Tür? Wieso bist du überhaupt hier? Geh nach Hause. Mann. Ja, ich stehe vor der Tür. Also, wenn du es nicht anders willst, dann... Mach keinen Unfug. Das ist nicht witzig. Du lässt mir keine andere Wahl. Mann, was machst du hier? Na, ich wollte dich sehen. Schade, dass du das so siehst. Also, ich würde schon gern nochmal deine Lippen spüren und dich küssen. Nochmal, geh nach Hause jetzt. Das ist nicht okay. Dann würde ich deinen Hals küssen, dir sanft ins Ohr hauchen. Dann würde ich dir auf den Arm nehmen. Und ich würde es vermissen, wie du deine Beine um mich schlingst. Und. Generell deinen Körper zu berühren. Oh Gott, komm her. Oh Gott. Also ich wusste, da ist noch Luft nach oben, aber so viel Luft hätte ich da nicht erwartet. Das ist ja unfassbar. Und sonst schläfst du nur dein Macker deiner Provinz, ja? Das ist ja ein vergeudetes Talent, wirklich. Das ist so gut. Boah. Oh
Gott, geh bitte, André. Geh, geh sofort. Oh Gott. Ja, ich wollte hier eh nicht übernachten. Also ich bin gleich weg. Keine Sorge. Ja, geh bitte. Es hätte niemals passieren dürfen. Ja, jetzt ist es aber passiert. Ich werde Samstag den tollsten Mann auf dieser Welt heiraten. Also geh jetzt. Verschwinde. Das tu mal nicht so oft unschuldig. Du hast mir zuerst den Zungen in den Hals gesteckt, ja? Ist ja gar nicht schlimm. Ich meine, ich stehe auf böse Mädchen. Das böse Mädchen, dir können wir gerne häufiger rausholen. Wie gesagt, es wird kein häufiger geben. Geh einfach. Was hast du nicht daran verstanden? Du sollst bitte gehen. Und es wird auch nicht nochmal passieren. Du brauchst gar nicht von häufig zu sprechen. Ich will dich nie wiedersehen. Anziehen darf mich ja wohl noch, oder? Ja. Und dann gehst du bitte. Danke für den Sex. Auf Wiedersehen. Kein Wiedersehen. Fuck. Scheiße. Was soll ich? Du siehst aus, als hättest du gerade Sex gehabt. Mona. Sag mir jetzt bitte nicht, dass es nicht nur so aussieht. Wer? Wann? Wo? André stand vor der Tür. Es war besser als jemals zuvor. Das ist nicht dein Ernst. Du hast gesagt, dass André ein Idiot ist. Und dass das eine einmalige Sache war. Okay, jetzt waren es halt zweimal, aber du heiratest Henny. Oder? Du heiratest Henny doch, oder? Ich mag jetzt auch einfach nur schlafen. Lass uns morgen sprechen, okay? Mona, okay? Vergiss es. Doch, lass uns. Wir reden da jetzt drüber. Lisa, bitte lass mich schlafen. Morgen ist ein neuer Tag und dann.